Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal meine Warm-Up-Routine vorstellen. Wenn euch das hier natürlich auf dem Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und lasst dort natürlich ein Follow da, um in Zukunft auch keine weiteren Streams mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir beginnen einmal mit der Warm-Up-Routine. Und dazu natürlich wie bei jeder Warm-Up-Routine sollte man immer im Creative-Mode starten. Und dann werde ich euch mal nach und nach alle Maps zeigen, die ich benutze. Und generell kann ich euch schon mal sagen, ich werde mich meistens so eine halbe Stunde bis eine Stunde oder anderthalb Stunden auf, je nachdem, wie viel Lust und Laune ich dazu habe. Aber ich wärme mich eigentlich nicht wirklich extrem lange auf, weil es gibt ja auch Leute, die wärmen sich zwei Stunden oder so immer auf. Auf jeden Fall beginne ich mit der Mogul Classic Map. Die ganzen Map-Codes werde ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinken, wenn ich es hoffentlich nicht vergesse. Und dabei geht es recht simpel, eigentlich einfach tatsächlich nur Mogul Classics machen. Mache ich immer am Anfang, damit man so ein bisschen warm wird mit den Edits, mit ein bisschen Schießen. Und natürlich kann man so einer der wichtigsten Edits bzw. einer der wichtigsten Techniken relativ gute Warm-Upen. Hierzu muss man einfach einmal in die Map reinjoinen, dann das Game starten. Und als nächstes muss man dann nur noch, wenn das hier gleich hoffentlich mal lädt, eine Tag oder eine Shotgun nehmen, also eine Pumpgun. Ich nehme meistens allerdings eher die Tag, weil sonst das Problem ist, dass die normale Shotgun eben halt noch schneller einfach leer geht. Und das ist eigentlich das größte Problem hierbei, dass natürlich irgendwann die Waffe leer ist und da man die ganzen Mogul Classics immer relativ schnell hintereinander macht, kann man kaum nachladen. Das ist eigentlich das einzig Problematische. Ich hoffe immer noch, dass Epic Games irgendwann mal eine Funktion reinbringt, dass man unendliche Magazingröße machen kann. Das ist so nice, weil jetzt seht ihr gleich, ich habe wieder nur Schüsse drin, muss nur warten, bis ich den nächsten Schuss machen kann. Das ist immer nervig irgendwann. Aber immerhin hat man bei der Tag da 8 Schüsse, die man Zeit hat. Das ist ein bisschen besser als nur 5 bei der Pumpgun. Und das ist so eigentlich. Also man kann ja dann verschiedene Möglichkeiten machen. Kann auch manchmal so machen, nochmal anfaken und so. Einfach ein bisschen aufwärmen. Ist auf jeden Fall ganz nice, weil es immer schnell hintereinander geht. Man killt den einen Zombie dann, beziehungsweise den einen Bot, dann den nächsten und so weiter. Was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Gibt auch andere Maps, wo man das noch machen kann, aber das ist auf jeden Fall die schnellste dafür. Und dann geht das Ganze auch in 3 Minuten, ist dann unten. Allerdings passt auf, dass ihr den Zombie unten nicht killt, weil wenn ihr den Zombie killt, dann bleibt er erst so in 20 Sekunden bis 30 Sekunden in der Warteschleife, bis die nächste Runde beginnt und dann könnt ihr erst leaven, was immer relativ problematisch ist. Deshalb immer nicht den Zombie killen, der ganz unten ist. Dann benutze ich als nächstes das Gavok Aim Trainer, habe ich euch ja auch schon häufig vorgestellt. Wie gesagt, Map-Codes alle in der Videobeschreibung und das ist recht simpel, einfach ein Aim-Trainer. Es benutzen ja auch ganz, ganz viele Kovacs beispielsweise. Ich hatte aber keine Lust, 10 Euro dafür auszugeben und deshalb benutze ich einfach hier so eine Fortnite-Version im Prinzip davon. Und man kann ja auch alles machen, wird tatsächlich auch von sehr, sehr vielen Pros benutzt. Also beispielsweise Mr. Savage spielt das ja, Mongol hat die Map überhaupt erst bekannt gemacht. Also auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich werde euch dort auch vorstellen, welche genauen Stages ich immer benutze. Das ist, glaube ich, bei jedem tatsächlich unterschiedlich. Also es gibt manche, die mögen zum Beispiel lieber die Tile Frenzy Stages, manche eher die Tracking Stages. Aber ich habe dann immer wirklich einen festen Plan, welche Reihenfolge ich auch alles mache. Und das werde ich euch kurz zeigen. Und als Waffen nehme ich immer generell eine Scar, eine AUG. Dann eine blaue Tag und eine blaue SMG. Dann natürlich alles noch einmal sortieren. Dann beginne ich einmal mit Vertical Tracking. Einfach immer auf Start drücken. Dann das Ganze hier machen. Einfach den Zombie tracken. Man bekommt wirklich krass gutes Aim. Trainiert jemand hauptsächlich, also wenn jemand fliegt, er trainiert es extrem gut. Und generell wärmt man einfach das Aim damit auf. Als nächstes haben wir dann hier einmal Activated Skeet. Dann fliegt er immer so herum. Ist auch sehr, sehr nice. Trainiert verdammt gut tatsächlich und dafür muss man eben halt einfach nur einmal dort oben links auf Activate Skeet klicken und da macht dann das auch ein paar Mal. Dann zurück zur Lobby, ich mache eigentlich alles so ein bisschen mehr, immer als 2 Minuten jede Stage. Dann gehe ich als nächstes zu Horizontal, hier auch wieder das gleiche, auf Start drücken, dann den Zombie-Schien tracken. Viele Leute machen tatsächlich auch Activated Skeet, aber ich finde es irgendwie nicht ganz so hilfreich, dadurch, dass die Zombies ja sehr, sehr schnell runterkommen.
Ist manchmal auch ganz nice zu machen, aber ist definitiv nicht die beste Stage, würde ich sagen. Also wenn man mehr Zeit hat, kann man das auch noch machen. Skeet RNG, da ist eben halt einfach das Blumen von der Waffe zu groß, dass das wirklich nicht vernünftig zu spielen ist. Dann aber richtig wichtig, Shadow Bounce. Ich glaube, da sind sich auch alle Pros einig. Also ich glaube, das benutzt tatsächlich fast jeder, der die Map spielt. Hier muss man einfach mit verschiedenen Waffen, also man kann mit verschiedenen Waffen, kann auch immer mit der gleichen Waffe die tracken und trainiert auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man kann einmal mit Aim machen, kann aber auch ohne Aim machen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Macht man dann auch noch ein bisschen mehr, wie also 4 Minuten oder so mache ich das, glaube ich, häufig. Mache ich dann einfach nochmal, nachdem die ersten 2 Minuten um sind, nochmal auf Start klicken und dann das zweite nochmal machen. Und dann mache ich als nächstes noch immer Massac Reaction. Hierbei muss dann immer das Kreuz in der Mitte haben, natürlich vorher auf Start klicken. Dann kommen die Zombies immer von rechts und von links. Und da muss man die eben halt immer schön treffen, was ich natürlich gerade nicht kann. Und das würde ich auch sagen, das, was ich am wenigsten kann, ist aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr nice Stage. Also immer auf dem Kreuz lassen. Manchmal kommen die Zombies dann nicht mehr, muss dann einmal auf Reset und dann wieder auf Start klicken. Dann kommen, sollten wieder kommen. Und dann kann man das auch ein bisschen machen. Ich setze ja meistens ein Punkteziel, zum Beispiel würde ich jetzt sagen, bis 50 Punkte mache ich das und danach gehe ich immer in den nächsten Stage. Und das letzte, was ich dann eigentlich immer mache, ist hier Jumbo Tile Frenzy. Das ist allerdings wirklich nur 2 Minuten. Hier muss dann einfach immer die Zielscheiben treffen und ja, einfach versuchen, möglichst viel in den Minuten zu treffen mit möglichst wenig Fehltreffern. Und ja, mehr ist es eigentlich nicht. Und das war es dann soweit auch zu der Map. Als nächstes gehe ich dann immer noch in die Freebelt Map rein. Früher hatte ich immer meine eigene benutzt, allerdings bin ich dann noch auf eine richtig nice Map gekommen, die nicht von mir ist. Und zwar nennt sie sich Crank Simulator Infinity. Ist einfach auch eine Freebelt Map, aber wenn man eben halt ganz oben ankommt, also bis zum Max High crankt, dann muss man eben mal nicht runterspringen, um wieder weiter zu bilden, sondern man wird einfach direkt nach unten teleportiert, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist. Das heißt, man kann eigentlich unendlich cranken und hier muss man einfach einmal Start sagen. Man kann dann auch noch anmachen, zum Beispiel, ja, dass man so ein Glow bekommt oder so eine Außenlinie in Farbe. Ist jetzt aber nicht so relevant. Auf jeden Fall muss man dann eigentlich nur einmal hier nach oben gehen. Hat dann einmal auf der Seite hier so eine Rampe, dann auf der anderen Seite, da kann man auch noch Farben auswählen oder hier eben halt den Speed, den man haben will. Und wenn man dann oben ankommt, dann spawnt man auf der anderen Seite, weil hier dann ja erst die Buildings runterbrechen müssen. Und dann kann man einfach hier alle möglichen Highground Retakes machen, alles ein bisschen eintrainieren, was auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich ist. Kann man auch immer eine Viertelstunde oder so machen. 10 Minuten reicht eigentlich auch aus. Je nachdem, wie viel Lust und Laune man hat. Und wenn man sich dann eben halt warm fühlt, dann kann man auch einfach in die nächste Stage gehen. Ich werde euch jetzt nochmal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man auf Max High geht. Wenn ich das hoffentlich schnell schaffe. Oder ich mache einfach einen ganz kurzen Cut. Jetzt bin ich schon fast ganz oben. Dann steht da auch About to Reach Reset. Und wenn man dann immer ganz oben ist, geht man einfach wieder nach unten. Dann crank ich nochmal ein paar 90s hoch. Ist gerade nicht so clean. Ich bin noch nicht eingespielt, deshalb. Ja, und wie man sieht, irgendwann ist man einfach wieder unten. Da auf der anderen Seite bricht das Ganze herunter. Und man kann dann hier eben halt direkt wieder weiter cranken. Was schon sehr, sehr entspannt und sehr, sehr nice ist. Man kann eben halt wirklich ohne Pause eigentlich dauerhaft durchcranken. Und das finde ich eben halt wirklich das Beste hier an der Map. Und ja, wie gesagt, einfach alle möglichen Highground-Retakes üben. Dann ist man damit auch durch. Und dann nochmal zurück zum Zentrum. Als nächstes mache ich dann nämlich immer eigentlich eine Runde hier Zone Wars. Zurzeit ist eben halt die Tropical Map drin, ist eigentlich ganz nice. Muss man sich eben halt einmal einfach hier hinstellen, dann einmal interagieren damit und dann geht man schon in die nächste Runde. Geht da eigentlich relativ schnell, dass man dort eine findet. Spielt man es einmal die 4 Runden. Dann würde ich als nächstes danach auf einem Discord, wie zum Beispiel dem Enigma Discord oder so, nach einem Gegner suchen, und zwar für Realistic 1v1s. Sollte mittlerweile ja auch eine relativ bekannte Map sein, spielen auch sehr, sehr viele Spieler tatsächlich. Und das ist diese Map, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich war tatsächlich einer der ersten, die diese Map gespielt hat. Easy.
Tut ja auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall kann man hier richtig, richtig gut gerade mit Game-Fights trainieren. Aber auch generell trainiert man einfach alle Fights, egal ob es Early Game ist oder Late Game. Hauptsächlich eben halt immer am besten für Mid Game, aber generell einfach sehr, sehr gutes Training. Hier hat man eben halt verschiedene Maps überall verteilt auf der Karte. Wie zum Beispiel hier dann die Sweaty Sands ähnliche Map. Hier heißt ja Sweaty Softies, dann spawnt meistens der andere da unten. Und dann kann man eben halt auch teilweise mit unterschiedlichen Mitteln fighten. Also der andere hat dann beispielsweise eine Scar, eine Tag und so. Ist man eben halt nicht immer wie in einem normalen 1v1. Einfach mit einer Spast und mit einer blauen Air kämpft. Sondern dass der eine vielleicht mehr Heal hat, der andere hat einfach nicht ganz so viel Heal. Man hat auch nicht unendlich Mats, was auf jeden Fall auch sehr nice ist. Denn wenn man immer nur mit unendlichen Mats bildet, dann schaut man im Normal Game auch gar nicht mehr darauf, wie viele Mats man überhaupt hat. Und das ist auf jeden Fall so um einiges besser. Und finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Map. Benutze ich auch schon richtig lange, also schon seit mehreren Monaten. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es gab ja vorher auch so eine andere Realistic 1v1 Map. Die war allerdings lange nicht so gut. Und dann kam eben mal die hier. Und die ist eigentlich zurzeit so die komplette Meta. Ich glaube, die benutzen tatsächlich wirklich fast alle Pros. Und das waren dann soweit eigentlich alle Stages, die ich mache beim Warm-Up. Danach gehe ich vielleicht schon mal eine Runde Solos rein und dann spiele ich ganz normal. Ich hoffe, es hat dieses Video natürlich gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.